Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein spätes Mutterglück. Mein Name ist Gössinghoff, Dr. Heidi Gössinghoff. Ich bin Frauenärztin und Kinderwunschexpertin. Corona einfach verschlafen und dabei noch was für meinen Kinderwunsch tun. Wäre das nicht klasse? Du kennst bestimmt das Märchen von Dornröschen, das sich an einer vergifteten Spindel sticht, 100 Jahre schläft, von dem Prinzen wachgeküsst wird und die Welt ist in Ordnung und sie heiratet ihn und sie sind glücklich und bekommen ihre Kinder. Wäre das nicht toll? 100 Jahre sind vielleicht ein bisschen lang, aber so 4, 6, 8 Wochen und dann kommt ein Prinz, küsst dich wach und sagt, du Schatz, es ist alles vorbei, wir können jetzt in die Kinderwunschplanung gehen. Gerade jetzt ist Schlaf ganz wichtig, auch für deine Fruchtbarkeit. Viele Hormone haben eine Tagesrhythmik. Das ist ganz wichtig für das feine Zusammenspiel der Hormone. Wenn du zu wenig schläfst, ist diese Tagesrhythmik gestört und dein Hormongleichgewicht kommt durcheinander. Das kannst du sehr schön beobachten, wenn du Nachtdienste hast oder Schichtdienst. Diese Frauen haben oft, neben vielen anderen gesundheitlichen Schäden, auch eine Zyklusstörung und werden schlechter schwanger. Aber auch dein Immunsystem, gerade in diesen Tagen, profitiert von genügend Schlaf. Du kennst das doch bestimmt. Wenn du dich so ein bisschen kränklich fühlst, dann schläfst du einfach mal eine Nacht und einen Tag durch und am nächsten Tag bist du dann wieder fit. Du hast dich, wie der Volksmund sagt, quasi gesund geschlafen. Das passiert auch im Kleinen jeden Tag. Im Schlaf sind deine Stoffwechselvorgänge maximal runtergefahren, die Muskeln entspannt, die Körpertemperatur ist ungefähr ein halbes Grad niedriger und die dafür frei werdende Energie nutzt der Körper, um die Zellen zu reparieren und das Immunsystem fit zu machen für den nächsten Tag. Und das kannst du im Moment sehr gut gebrauchen, damit du dem Virus dann zur Not was entgegenzusetzen hast. Auch ganz wichtig ist Schlaf fürs Gewichtsmanagement. Im Schlaf wird Insulin ausgeschüttet und Leptin und Ghrelin. Bei einer kurzen Nacht ist es so, dass weniger Leptin ausgeschüttet wird. Leptin macht uns satt und mehr Ghrelin. Ghrelin sorgt dafür, dass wir Hunger haben. Wenn diese Botenstoffe im falschen Verhältnis ausgeschüttet werden und das passiert, wenn du zu wenig schläfst, besonders wenn du mehrere Nächte hintereinander zu wenig schläfst, hast du einen Bärenhunger, der letztlich und endlich aufs Gewicht schlägt. Auch schieben kurze Nächte deinen Stoffwechsel in Richtung diabetische Stoffwechsellage. Auch das sind beides Killer für deine Fruchtbarkeit, Übergewicht und Diabetes. Jetzt sind wir oft ein bisschen länger zu Hause. Wir können abends nicht mehr weggehen, kein Kino, kein Essen gehen. Wir verpassen nichts. Wir könnten doch jetzt mal versuchen, einen geregelten Schlafrhythmus einzuführen und zu gucken, wie lange brauchen wir. Die meisten Menschen brauchen 7 bis 9 Stunden Schlaf. Ich wette, die wenigsten von uns kommen da wirklich hin. Aber probier es doch einfach mal aus. Versuch mal eine Woche oder zwei, dir wirklich diese Zeit zu gönnen und schau, wie du dich dann fühlst. Viele Sorgen und viel Stress wird an dir abprallen, weil du einfach ausgeschlafen bist. Du wirst dich sehr viel fitter fühlen, sehr viel kreativer und du tust auch noch was für deinen Kinderwunsch. Also, jetzt verpasst du eh nichts. Netflix gibt's auch noch morgen. Dann schlaf dich jetzt einfach mal für deinen Kinderwunsch richtig aus. Ich wünsche dir alles Liebe. Deine Heidi.